zusammen. Ich freue mich riesig, dass ihr alle heute hier seid. Und ja, zu meiner Vorbereitung kann ich nur sagen, ich bin wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Bin gerade noch zur Zeit am Gewicht machen, weil morgen ja schon das offizielle Meeting ist. Aber das ist ja üblich bei uns Boxern. Somit passt schon alles. Ich freue mich sehr, ich bin bereit. Ja, und wir haben wirklich großartige Kämpfe an dem Abend. Ich habe ein tolles Team, die wirklich große Arbeit geleistet hat. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal Dankeschön sagen an alle, die an dieser Veranstaltung so viel Kraft und alles Mögliche investiert haben. Ja, Samstag ist es soweit und ich bin wirklich unheimlich stolz, dass ich jetzt meine große Hamburger Gala hier präsentieren darf. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Ja, also ich bin bereit, seid dabei, kommt alle hin. Ich kann nur eins versprechen, wahrscheinlich einen vorzeitigen Sieg. Ja, wir werden gleich mal hören, was deine Gegnerin dazu sagt. Aber das wünschen wir uns natürlich als dein Fan. Ja, dann freuen wir uns auf Magomed Yanuval, Tschetschene, seinen Kampfname Iron Maga. Einfach mal, wie war deine Vorbereitung, Maga? Was kannst du uns zu deinem Kampf sagen? Es steht ja noch im Raum, du bist wahrscheinlich ein Titelkämpfer. Wie sieht's da aus? Hallo, ich habe den Kampf schon ab. Danke, dass ihr da seid. Mein Kampfvorbereitung ist gut durchgelaufen, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Auch danke an Diego, Arthur und danke auch Albert, dass er den Kurs so angereicht hat, nur um meinen Titelkampf zu gucken. Und ja, was soll ich sagen? Lasst euch überraschen. 2. Oktober war auch ein harter Kampf, erste Runde habe ich gewonnen. Diesmal versuche ich genau dasselbe zu tun. Gibt es nicht viel zu erzählen. Dankeschön. Ja, hier das Video an unseren Arik, IBF Europameister, 12 Kilo Gewicht verloren, hart trainiert. Ich habe da ganze Trainings miterlebt, viele Videos gesehen und ich weiß, was für ein hartes Training und wie diszipliniert dieser Mann ist. Ich durfte seit Europameisterschaft ganz selber anmoderieren und kann ich sagen, das war einer der härtesten Kämpfe, die ich je gesehen habe, den er gewonnen hat. Mit der Split Decision, Özal, was erwartet uns denn da vor? Also zuerst bedanke ich mich mal bei der Sofikan Tikan, dass sie mir die Chance gibt, dass ich hier morgen boxen kann als türkischer Boxer. Weil sie ist ja Armenierin und wir wissen alle, dass die Türken Armenier eigentlich so gesehen nicht verstehen. Aber das ist das Schöne, Sport verbindet. Und bei Sport gibt es keine Feindschaften. Und ich bin jetzt halt auch kein Freund von der türkischen Politik, da ich den Erdogan selber nicht mag. Daher ist ja alles in Ordnung. Sofi gehört ja zu vielen Personen. Ich habe Boxen erst in 27 angefangen, die ich früher noch selber im Fernsehen bewundert habe. Ich habe gedacht, wow, was man alles im Leben erreichen kann. Und dann habe ich zum Spaß zum Boxen angefangen und der Spaß wurde ernst und ernst wurde jetzt Europameister. Zu dem Kampf hier, also ich habe mich top vorbereitet. Ich habe mich zwar ohne Trainer vorbereitet, aber das ist ja im Boxen nichts Anormales. Man kann alleine viel schaffen, ich muss ja auch meinen Arsch alleine wegbringen, keiner wird für mich mitschlagen, ich muss ja alles selber machen. Freut ihr auf einen schönen Kampf morgen, wird garantiert hart und wer mich kennt, weiß, dass meine Kämpfe immer was Schönes zu bieten haben und ich hoffe, dass ich frühzeitig gewinne und zurück nach Hause zu meinen Familie komme. Also der letzte Kampf. Ja. Applaus. Also der letzte Kampf, man weiß ja, du suchst ja auch nie irgendwie leichte Gegner aus. Der letzte Kampf ging über die komplette Distanz. Du hast also wirklich in der letzten Runde das Ding sogar entschieden, Split Decision. Das spricht im Grunde genommen ja auch dafür, dass du hier keinen Fallobst aussuchst, sondern dass du zu der Veranstaltung hast, die ja Real Boxing als Marke aufbaut. Ja, der letzte Kampf war sehr hart, du warst ja dabei, ich hatte auch einen Cut. Und es ist nicht schön, wenn das Blut jede Runde runterläuft. Aber es gehört zum Boxen dazu und wer sich für diesen Sport oder für diesen Beruf entschieden hat, muss halt mit solchen Schwierigkeiten auch leben können. Auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal beim ganzen Team Sofi Kentikian für die Einladung und wünsche allen Boxern auf jeden Fall verletzungsfreie Kämpfe und dass sie alle gesund bleiben.
Ja, da bin ich, Steven Melchior, mal das Interview zu führen mit Rebeka Mikulic, Challenger, Herausforderin aus Kroatien. Was hat sie sich denn so vorgenommen, Steven? Ja, also ich habe gerade schon kurz mit ihr gesprochen. Sie spricht leider kein Deutsch, sie spricht nur Englisch. Aber ich denke mal, wir kriegen das erste hin. Rebeka, what was your preparation for the fight on Saturday? Well, hello to everybody. I get a chance to fight in my town for the first time. It's a big fight and a big opponent, and it's a big opportunity for me, for my career. I'm pretty ready, and physically and mentally, looking forward to have a fight on Saturday. Okay, man, hat das ganz gehört. Eine große Chance in ihrer Karriere. Sie möchte das Ding durch K.O. gewinnen. Das heißt, sie hat sich was vorgenommen. Vielen Dank dafür. Sie gibt weitere Fragen. Ansonsten würde ich die Fragen an die Presse. Thank you very much. Weiterleiten. So, meine Damen und Herren, ich habe das Pressemikrofon und Sie können mich jetzt fordern. Wenn Sie eine Frage haben, komme ich zu Ihnen. Und dann stellen wir die mal ganz offiziell. Wollen wir mit Ihnen anfangen, Herr Kramer? Tun Sie, die hast du dich auch vorbereitet auf deine Gegner, die wurde jetzt kurz gesehen, ne? Du hast dann andere Gegner. Ja, also natürlich war das erstmal für mich eine Umstellung. Aber da ich ja sehr erfahren bin und ja, mich eigentlich im Grunde genommen auf jede Gegnerin sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut einstellen kann, ist das im Grunde genommen gar kein Problem. Ich habe sie ja auch nochmal gesehen. Und sie geht nach vorne, sie haut harte Hände, aber ich bin schnell und ich werde sie über mein boxerisches Können auskontern und ich würde mal, ich tue den Gefallen für euch und werde auf jeden Fall erst in den letzten Runden sie dann wegkupfen. Also du hast mal gesagt, jeder Boxer will in der ersten Runde gewinnen. Das natürlich. Also ich werde jede Chance ausnutzen und ich weiß, sie ist eine sehr, sehr harte Nuss und ich muss sie erstmal knacken. Ich will boxen, ich will gutes Boxen zeigen, ich möchte nicht unsauberes, wildes Gefecht, sondern ich möchte wirklich Klasse zeigen. Und wenn sie sich auf die Prügelei mit mir einlässt, dann werde ich einfach so clever sein und sie einfach ausboxen. Okay, damit alle Fragen an, oder? Also süß, ich habe ja alle Kämpfe von dir gesehen und ich war jetzt geblockt hier aus, aber lass uns beim kleinen Kampf machen. Letzte Runde genügt, wenn du sie wieder spielst. Danke schön. Okay, nur für dich. Naja, wir haben ja, vielen Dank. Und damit nicht vergessen, wir haben ja